Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum dritten Tutorial für unsere Panda-Roll-Reihe. Heute machen wir wieder einen kleinen hübschen Drahtanhänger. Alle Infos wegen Panda-Horn und den Produkten findet ihr unten in der Videobeschreibung, ne? Auch die ganzen Maße und so weiter und so fort. So, ich würde sagen, wir starten auch mal direkt mit dem Anhänger. Und zwar brauchen wir als erstes Draht mit 1 mm Stärke. Den müssen wir uns jetzt zurechtschneiden. Und zwar brauchen wir insgesamt 3 Stück. Und zwar einmal 22 cm, 20 cm und einmal 18 cm. Wir fangen an mit dem 22 cm. So. Wo ist er? Wo ist er? Da. So, einmal abmessen. 22 cm. So, da. Na. Kommst du einmal, dann einmal die 20, so und einmal die 18 cm, 18 da, so da mal die 18, so. Das sind die ersten 3 Stücken, die wir brauchen und die müssen wir uns jetzt abmessen. Und ich mache das heute so, ich werde das mit einem Stift markieren, damit ihr es auch ein bisschen besser erkennt. Dazu muss ich aber jetzt den Stift holen, den habe ich vergessen. Moment. So, da ist der Stift, ne? Wie war das? Was man im Kopf hat, hat man in der First, ne? Okay, also wir fangen an mit dem Stück mit den 22 cm. Da mache ich mir die erste Markierung schon mal drauf. Und zwar, die erste Markierung ist bei 5 cm. Das wird nämlich unsere Anhängeraufhängung. Und dann geht es in 3er-Schritten weiter. Wir machen 4 mal 3 cm. Also dann bei 3, 6, 9 und 12 cm. Ne? Also wie gesagt, hier 5, 3, 3, 3, 3, 5. Ne? Habe ich richtig geschnitten? Jupp, habe ich. Hatze. Sehr schön. Dann machen wir weiter mit dem 20er Stück. Auch da machen wir eine Markierung bei 5 cm wieder für unsere Anhängeraufhängung. Und dann machen wir die nächste Markierung jeweils bei 2,5. Das heißt bei 2,5, 5, 7,5 und dann dementsprechend bei der 10. So. Und das letzte Stück. Auch wieder die erste Markierung bei 5 cm. Ich muss den Draht gleich mal ordentlich biegen. So, da 5. Und dann machen wir das Ganze in 2er-Schritten. So, also 2, 4, 6 und 8. So, das sind unsere Markierungen. Wie gesagt, normalerweise mache ich das nicht, aber fürs Video jetzt für euch, damit es einfacher ist, machen wir das einfach mal. So. Wir starten dann jetzt mit dem ersten Muster. Dazu nehme ich mir fürs Musterweben einen Draht mit 6 mm, was im Übrigen auch in dem Set ja mit drin ist, mit diesem Drahtset. Wartet mal hier. Also mit der Bestellnummer, da waren ja alle möglichen Größen dabei. So, und da fangen wir jetzt an. Und zwar nehmen wir uns dafür den kleinen. Und da gehen wir jetzt hier hin und machen uns jetzt hier unten eine kleine Wicklung drumherum zum Fixieren. Södele. So, damit er erstmal schon mal hält, der Draht. Und dann kommt der zweite Stab dazu. Das ist der mit den 20 cm. So, jetzt muss ich mal gucken mit den Markierungen, dass ihr das auch ordentlich seht. Also hier haben wir dann unsere 5er Markierungen. Ne? So. Und da machen wir jetzt ganz einfach 2 Umwicklungen drum herum. So, sieht dann so aus. Und dann nehmen wir uns das letzte Stück. Das legen wir natürlich auch ganz genau auf die Markierung an. So, und da gehen wir jetzt mit dem Draht hin
hin und machen auch hier zwei Umwicklungen. So, wartet mal, ich biege euch das mal ein bisschen zur Seite, dann seht ihr das. Na, also hier ist der 18er, 20er, 22er. Und jetzt machen wir auch hier wieder zwei Umwicklungen über die beiden Drähte. So, dann haben wir so ein Muster. So, und das machen wir jetzt bis zur ersten Markierung, also bis da. Nur immer munter weiter. Also wir gehen dann jetzt hier rein und machen dann hier wieder zwei Umwicklungen. So. Schön zusammenschieben. Ziehen wollte ich schon sagen. Schieben ist natürlich sinnvoller, damit das ganze Muster schön ordentlich aussieht. So. Ne? Ist relativ einfach, aber macht einen schönen Effekt. So, hier wieder zwei Wicklungen. Hoppala, da bin ich in den falschen Draht reingerutscht. Das sollte natürlich nicht passieren. So. Bisschen sortieren das Ganze wieder. Zack. Und zack. So. Und wie gesagt, immer wieder dann auch ein bisschen das Ganze hochschieben. Das kann auch manchmal ein bisschen verrutschen. Na, dann müsst ihr das dementsprechend halt korrigieren. So. So. Eins und zwei. So. Gehen wir wieder nach unten. Ich habe die Kamera heute mal ein bisschen schräg gehalten, damit ich quasi ordentlich arbeiten kann und ihr trotzdem was sehen könnt. Na, weil sonst habe ich das Handy immer vor der Nase hängen. Das ist doof. Das wollen wir nicht. So, hier können wir unsere 2 cm Markierung sehen. Bis dahin müssen wir noch drahten. Ja, das mache ich mal ganz schnell ohne euch, ne, weil das Muster habt ihr jetzt ja gesehen. Ne, und dann sehen wir uns gleich. So, haben wir jetzt dann soweit fertig gemustert, sage ich jetzt mal. So, und jetzt biegen wir uns das Ganze zurecht. Ne, hier seht ihr ja unsere Markierung. Und das biegen wir jetzt in einem 45 Grad Winkel nach oben. Ach Quatsch, 45 Grad sei schon 90 Grad. Sei schon 45 Grad. Eidele. So, zack. So. Die nächste Markierung ist hier, 5 mm weiter. Ich hoffe, man sieht das noch, ne? Hier. So. Mal gucken, dass ich auch ordentlich treffe. So. Und die nächste Markierung ist dann hier. So, kann man dann sonst auch nochmal nachmessen, wenn man möchte. So. Sieht das jetzt aus? Gut, dann können wir schon den nächsten Knick bearbeiten. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt hier hin und wickeln einfach nur Schlaufen hier drumherum. So. Bis quasi bis zur Hälfte der ersten Markierung, also hier ungefähr. Und dann kommt da eine Perle rein. So. Wenn euch die Drähte stören, einfach wegschieben. So. Na, das ist relativ einfach, ne? Einfach die ganze Zeit hier so drumherum wickeln. Und ein bisschen zusammenschieben. So. So, das machen wir jetzt dann bis ungefähr 1,5 cm. Also bis dahin ungefähr. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe jetzt auf 1,5 cm das Ganze jetzt aufgewickelt. Und dann schiebe ich hier den Draht mit der Zange noch so ein bisschen nach hinten, damit es dann ordentlich aussieht. Und jetzt biegen wir uns das an der Markierung dementsprechend nach oben. Die sieht man jetzt leider nicht mehr so gut, weil ich da so oft drauf gepatscht habe. Ist ein bisschen doof. Na, aber egal. So, jetzt haben wir hier eine kleine Ecke. Irgendwie ist sie ein bisschen schief. So, jetzt haben wir hier eine kleine Ecke und man kann so langsam ahnen, was es wird. Ne? Und jetzt brauchen wir erstmal noch eine Perle. Und zwar schnappen wir uns von den Zebraperlen, die ich ja bei dem anderen Set mit hatte.
schnappen wir uns jetzt eine 8 mm Perle. Die kommt dann jetzt auf den 6 mm Draht drauf. Und jetzt wird das Ganze hier quasi befestigt. Und ich gucke natürlich, dass ich auch hier diese 5 mm wieder habe, um das Ganze dementsprechend schön zu befestigen. Na, muss man ein bisschen ordentlich arbeiten. Ja. Und dann können wir die Perle quasi hier dann festmachen auf dem Draht. So, gucken, dass es auch ordentlich sitzt. Ja, die ist ein bisschen bockig, die Perle heute, wie man sieht. Warum auch immer. Keine Ahnung, was die für ein Problem hat, aber sie will nicht so, wie ich will. So, jetzt aber. Gut. Und dann machen wir das ganze Spätchen weiter bis zur nächsten Markierung. Na, die seht ihr jetzt hier. So, also wie gesagt, die ganze Zeit jetzt wieder schön den Draht aufwickeln. Das sieht dann so aus. Ich muss das natürlich jetzt hier noch ordentlich zusammenschieben, wieder ist klar. Damit es auch hier ordentlich aussieht. Und das Ganze mache ich jetzt auch wieder ohne euch bis zur Markierung. Ne? Also bis gleich. So sieht das jetzt aus. Ne? Ich habe jetzt mal die Markierung nochmal nachgemalt, damit ihr es ein bisschen besser erkennen könnt. Ne? Das sind dann hier, wie gesagt, ja die 2 cm. So, jetzt muss man das Ganze wieder nach oben biegen ordentlich. So. Und jetzt kann man schon grob die Form erkennen, die das Ganze ergeben soll. Wir müssen natürlich jetzt noch ein bisschen weiter wickeln, ist klar. So, und dann biegen wir uns gleich die anderen Drahtstücken auch noch nach oben, damit das dann gleich ordentlich aussieht. So, ich muss aufpassen, dass ich bei der Kamera bleibe. Nicht, dass ich wieder aus dem Bild komme. Mann. So. Ich habe das jetzt vorher schon mal gemacht mit dem Hochbiegen, damit man dann das einfach auch besser sehen kann. Ne? Beziehungsweise ihr auch besser sehen könnt. So, jetzt nochmal ein bisschen den Draht zusammenschieben, so ein bisschen. So. So. So sieht das denn jetzt aus. Ne? Wie gesagt, das muss natürlich ordentlich zusammengeschoben werden noch. Ein bisschen. Und jetzt biegen wir uns die restlichen Stücke dann auch dementsprechend nach oben. Ich sehe gerade, die eine Markierung ist weg. Saubiedel. Wo ist er denn hin? Also hier die Markierung ist abgegangen mit dem Stift. Ist ja nicht schlimm, das kann man ja ganz einfach nachmessen. Ne? Also wenn euch das passiert, bei 2,5 cm müssen wir das Ganze hochbiegen. Also hier dann. Na, dann kann man dann da dementsprechend die Zange dann ansetzen. Oder halt die Markierung nochmal neu malen, je nachdem, was euch lieber ist. Ne? Ich glaube, ich male das mal lieber drauf. Ich glaube, das ist dann besser zu erkennen. So, da ist unser Knick. Und wir brauchen jetzt 2,5. So. Na, wusste wohl. Blöder Stift. Sein doofer Stift. So. Also da haben wir jetzt unsere Markierung. Das heißt, hier muss ich dann auch dementsprechend mit der Zange ansetzen. Ne? Seht ihr ja hier. Und dann biege ich das Ganze dementsprechend nach oben. So. Und die nächste Markierung ist dann hier. Zack. So. Ne? Sieht soweit ganz gut aus. Ja. So. Passt. So, mal gucken. Na, ich bin manchmal so ein kleiner Monk, was das angeht, bin ich ja ehrlich. Na, ich muss da immer nochmal nachgucken. Na, weil manchmal beim Biegen, da fällt einem dann auf, dass man sich dann irgendwo verbogen hat. Na, und das wollen wir ja nicht, ne? Weil ihr seht ja hier, sind jetzt hier quasi auf einer Linie. Ne? Seht ihr, was ich meine? Deswegen kontrolliere ich, gerade bei solchen Designs, kontrolliere ich das halt dann immer ganz genau nochmal, damit dann auch dementsprechend alles ordentlich passt. Weil wir müssen ja jetzt hier auch den Knick reinsetzen, damit es so aussieht wie da oben quasi. Ne? So.
So. So, ich hoffe, man konnte das jetzt sehen. So. Na, jetzt ist mir der Draht runtergerutscht. Saubiedel. So ein Saubiedel. So. Jetzt so ordentlich alles sortieren. Schön zusammenschieben alles. Ne? Damit das dann auch gleich schön symmetrisch und ordentlich aussieht. Ne, weil, wie gesagt, die verrutschen ganz gerne mal. So. Und dann der nach da, zum gleich Drahten. So, jetzt gucken wir mal, passt das soweit? Sieht ja ganz gut aus, würde ich sagen. Ne? Und dann machen wir das Muster wie hier oben. Ne? Also wir gehen jetzt dann quasi bei den ersten beiden hier rein. So. Da müssen wir jetzt natürlich gucken, dass es auch wirklich ordentlich aussieht. Ne? Und dann machen wir hier unsere ersten beiden Wicklungen. Ne, wenn euch das hier stört, ne, einfach nach hinten wegbiegen irgendwie. So, damit ihr das dann hier quasi ordentlich dann wickeln könnt. Ne? Immer gucken, dass ihr gut arbeiten könnt. So. Eins und zwei. So. Und jetzt gucken wir, dass wir den hier auch noch ordentlich da reinbekommen und dass die Abstände passen. So. Wenn das hier ein bisschen schief gleich aussieht, ist nicht schlimm. Das tarnen wir gleich alles noch. Ne? Also keine Panik auf der Titanic, ne? Wenn da irgendwas schief ist. Das wird noch alles kaschiert quasi. So. Na, jetzt hier unsere zwei. Na, wirst du wohl. Ich will, dass du da hinten hingehst. So. Und auch das machen wir jetzt dann quasi bis zu den Markierungen hier. Das Muster. Ne? Also im Prinzip dasselbe wie da. Ganz einfach. Ne, und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn ich bis da oben hin bin und dann machen wir die Aufhängung. So, also Muster haben wir jetzt fertig. Ne? Das seht ihr jetzt ja hier ganz gut. Und ich habe darauf geachtet, dass halt diese Außenspikes genau die gleiche Anzahl haben wie auf der anderen Seite, damit es halt wirklich schön symmetrisch aussieht. Na, das zähle ich dann halt immer nach. Ne? Da bin ich halt immer so ein kleiner, wie gesagt, ich bin da manchmal so ein bisschen Monkey. So, jetzt machen wir hier nochmal hier zwei Umwicklungen um den einen Draht drumherum. Quasi als Fixierung nochmal. So. So, eins, zwei. So. Weil wir brauchen jetzt noch eine Aufhängung. So. Die zwei hier, ne, die Außendinger, die lassen wir mal weg. Ne, die kommen nicht mit in die Aufhängung. Und jetzt müssen wir natürlich den da noch wegschneiden, ne? Den dürfen wir nicht vergessen. So, den biege ich mir ein Stück nach oben mal und mache den mal weg. So. Und dann noch ein bisschen quasi an den Draht festmachen. So. So. So sieht das dann jetzt erstmal aus. Ne, hier haben wir noch genug Draht für die Aufhängung, die wir uns jetzt natürlich zurechtbiegen müssen. So, dazu einfach wieder hingehen mit der Flachzangen und das Ganze dementsprechend nach oben biegen. So. Zack. Und zack. So. Dann haben wir hier quasi unsere Aufhängung. Nun, das machen wir jetzt ganz, ganz easy peasy. Ne? Nichts Großartiges da an Mustern. Ne? Wirklich ganz einfach. Indem wir jetzt hier hingehen. Hier quasi eine Wicklung drum machen, dann noch eine Wicklung und die zweite Wicklung, so, die geht dann von hinten auf die andere Seite und auch da machen wir dann zwei, erstmal eine Umwicklung, dann noch eine Wicklung und diese Wicklung geht dann von hinten, also von da zu den anderen beiden Drähten und dann machen wir da dementsprechend das Ganze weiter. Jetzt erstmal die Dinger hier aus dem Weg schieben. So, die hier biege ich mir so ein bisschen nach links und nach rechts, damit wir da noch vernünftig arbeiten können. Und dann mache ich mir hier wieder eine Wicklung. Noch eine Wicklung. So, ordentlich zusammenschieben. Und das geht dann wieder von hinten über die anderen Drähte drüber. So. Und der Draht husselt sich an den Zangen. Das macht ein bisschen Krach. Das ist doof. Das wollen wir nicht. So. Immer mal wieder zurechtschieben das Ganze.
Das sieht dann nämlich jetzt dann schon mal so aus. So. Wie gesagt, das muss man halt auch immer wieder runterschieben alles, damit es dann auch da bleibt, wo es hingehört. So. Und das machen wir jetzt erstmal ein paar Umwicklungen. Ich würde mal sagen, so 3 cm ungefähr. Damit wir eine schöne Aufhängung machen können. So, es geht ja relativ fix, das Ganze. Ne? Könnt ihr ja hier sehen. So, ich muss halt, wie gesagt, immer nur wieder alles nach unten schieben. So. Doch schon mal ganz gut aus. So, ich mache das jetzt, wie gesagt, auf einer Länge von knapp 3 cm. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da haben wir jetzt unsere 3 cm dann jetzt voll. Nur so ungefähr. So, jetzt werde ich das Ganze hier noch quasi fixieren nochmal mit so ein paar Wicklungen. Ich weiß gar nicht, hatte ich euch gesagt, wie viel Draht ich genommen habe für, von dem 0,6? Ich glaube nicht, ne? Waren 1,20. So. So. Ja, Miezekatze ist auch schon am Schimpfen. So, jetzt können wir das Ganze dann hier schon mal abschneiden. So. Und mit der Zange dann schon mal so ein bisschen festmachen. So. Und jetzt brauchen wir nur noch eine Aufhängung. Na, da können wir dann hier wieder diese Rundzange nehmen. So. Und dann das Ganze quasi einfach hier so drumherum biegen. So. Die Yoshis sind ein bisschen im Weg da. So. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir hier das Ganze genau treffen. Dass es auch gut aussieht. Ja, passt. Sehr gut. So, dann kommen die Zwockels hier so durch. So. Ein bisschen schwierig. So. Die zwei Zwockels auf die Seite. So, dann machen wir das ganz einfach. Wir nehmen jetzt hier die. Entschuldigung. Biegen die uns hier schon mal hoch. Schön aus dem Weg. So und so. Hier nochmal ordentlich. Und so. Na, so sieht das dann jetzt hier schon mal aus. Und dann gehen wir auf die Rückseite und biegen die uns runter. Ach Gott, diese Erkältung. Ich werde sie nicht los vernünftig. So, und jetzt müsst ihr euch im Prinzip nur entscheiden, ob ihr das Ganze dann kürzen wollt und dann einfach nur festdrückt oder ob ihr Kringelchen reinmacht. Das müsst ihr dann halt überlegen, wie es euch selber besser gefällt. Ich bin ja immer so ein Fan von Kringeln. Das heißt, ich gehe dann hier hin und mache mir dann hier so ein Kringelchen rein. So, ich muss mal kurz Pause machen. Moment, ich hole was zu trinken. So, sorry, aber irgendwie, ach, diese Erkältung, die macht mich fertig. So, also, wir haben ja gesagt, wir machen jetzt Kringelchen. So, machen wir hier nochmal ein Kringelchen rein. So, draufsetzen. So, das Kringelchen. So. Das muss man natürlich hier ein bisschen kürzen, die sind etwas sehr lang. So. Und so muss ich jetzt ungefähr hinhauen.
Wenn es nicht hinhaut, einfach nochmal ein Stückchen kürzen. So. Und noch ein Kringelchen. Ja, doch. Doch, doch, das passt. So. Jetzt haben wir noch die zwei hier. Und mit dem machen wir im Prinzip dasselbe. Na, da haben wir hier dann nochmal quasi eine Sicherung, sag ich jetzt mal, ne? Einfach nur, damit es gut aussieht. So. Andere Seite genauso. Ihr seht schon, hier geht es dann zum Beispiel hier so drüber. Ne, kann man machen, muss man aber nicht. Nur das kommt drauf an, wie euch das gefällt. So. So. So, das schneiden wir dann jetzt auch nochmal ab. Machen wir mal so ungefähr ein Zentimeterchen. Sollte für einen ordentlichen Kringel reichen. So. Mal gucken. Ja, da ungefähr. So. Kringelchen. Und den setzen wir uns hier dann so drauf. So, mache ich jetzt gleich noch mit der Zange natürlich noch fest, ist klar. So, den muss man noch ein Stückchen ziehen. Sonst sieht es etwas knapp aus. So. So sieht das denn jetzt aus. Ja. Na, mit dem bin ich noch nicht ganz zufrieden. Da könnte noch ein bisschen mehr gedreht werden. So, sehr schön. So, jetzt ist das ein bisschen ömmelig geworden vom ganzen Arbeiten. Kann man jetzt hier sonst auch mit der Backenzange dann nochmal ein bisschen begradigen, sage ich jetzt mal. Ja, damit es jetzt schon mal so schon mal ordentlicher aussieht. Ach, Gottelchen. So, und jetzt kommen wir quasi zum Feinschliff. Dazu brauchen wir nochmal Perlen. Und zwar 4 mm Perlen. Und dann nehme ich natürlich auch die Zebra-Perlchen. So. Und normalerweise müssten da jetzt 8 Stück drauf gehen. So. Du meine Güte, was ist denn heute los? Ich sollte wahrscheinlich nicht so viel quatschen. Ich rede wieder zu viel. Och, jetzt geht dieser dumme Knoten wieder nicht auf. Ich hasse diese Knoten. Na, habe ich das schon mal gesagt? Nee, ne? Egal, schneiden wir jetzt auf. Ist mir zu doof. So. 3, 6, 8. Also normalerweise müssten da jetzt 8 Stück reinpassen. Ne? So. So. 3, 6, 8. So. Die braucht man dann jetzt gleich für den unteren Teil vom Anhänger. Und für den unteren Teil nehmen wir dann 0,4 mm Draht. Das müssen wir jetzt erstmal wieder aufmachen, das Ganze da. So. Von dem hier benutze ich jetzt 40 cm ungefähr. So, wo ist mein Lineal? So. So. 30, 40, oh. So. Ja, bist du wohl hier geblieben. So, und jetzt wickeln wir uns das Ganze einfach hier drumherum.
Also hier quasi festhalten. Und dann wird das hier durchgefädelt. Ich zeige euch das gleich nochmal vom Nahen, damit ihr seht, was ich meine. Wenn ich mir da jetzt keine Knoten reinhaue in den Draht. So. Also, wir machen jetzt hier einzelne Umwicklungen hier auf diesem Steg. Bis ungefähr zur Mitte von der, ja, von dem Zwischenraum. Und da kommen dann unsere Perlen gleich drauf. Ne? Ist also jetzt auch nichts Aufwendiges, aber hat einen coolen Effekt. Ne? So, heißt, wir müssen das jetzt hier die ganze Zeit erstmal festhalten. Und jetzt die ganze Zeit wickel, 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 wickel. So. Das dauert natürlich ein paar Minütchen normalerweise, ne? Aber, naja, ihr habt den Vorteil, ich drücke auf Pause und zeige euch dann gleich, wie es weitergeht, wenn ich fertig mit dem Wickeln hier bin. Ne? Also, bis gleich. So, ich habe das jetzt bis ungefähr zur Mitte gedrahtet und jetzt kommen dann quasi die Perlen drauf. Wie gesagt, normalerweise müssten da 8 Stück jetzt drauf gehen. Na, mal gucken, ob ich ordentlich gemessen habe. So, das sind 2. Komm her. 3. Die Löcher siehst du ja nicht. So, 4. So, 5. 6. 7. Und die Nummer 8. So, mal gucken. Okay. Ja, machen wir halt 7. Ist auch okay. komisch. Egal. So, wir machen dann jetzt hier unsere 7 Perlen. Und wir müssen das Ganze hier natürlich fixieren. Ne? Das heißt, ihr wickelt euch hier an dieser Stelle. Wartet mal. Ne? Hier an dieser Stelle müssen wir das jetzt natürlich fixieren, das Ganze. Ne? Das heißt, wir gehen jetzt hier mit dem Draht so rein, um das Ganze zu fixieren. So. Na, kommst du ja, du kleiner fieser Zwockel. So. So. So sieht doch schon mal gut aus. Ihr könnt auch, wenn euch das von der Symmetrie her nicht gefällt, könnt ihr natürlich dann auch hier nochmal quasi mit dem Draht so ein bisschen, ich sag jetzt mal, schummeln und den dann hier quasi dann hier auch nochmal so ein bisschen zwischen die Perle so dadurch. Ich zeige das jetzt immer so zum quasi schummeln, damit das symmetrisch aussieht, sage ich jetzt mal. So. Na, der Draht soll sich natürlich nicht verdrehen. So. Also dann habt ihr jetzt hier quasi dann auch nochmal so eine Symmetrie drin, wenn ihr das haben wollt, ne? Weil, wie gesagt, es gibt ja Leute, die sind da so ein bisschen erpicht drauf und dann kann man das dann dementsprechend da so machen, ne? Muss natürlich von hinten dann auch so sauber aussehen, aber das kriegt ihr schon hin. So. Dann machen wir jetzt mal hier unsere restlichen Perlen drauf, wenn ich die Perlenlöcher finde. Also bei dunklen Perlen, die Löcher finden, sind echt nicht witzig. Na, hast du schon mal gesagt? Nee, ne? So. Gucken wir mal, dass es auch ordentlich aussieht. Na, 2 Stück noch ungefähr. Na, ach da. So, da haben wir dann jetzt unsere restlichen Perlen und jetzt wickeln wir unseren restlichen Draht komplett bis hier oben halt hoch, damit wir dann das Ganze schön fixiert haben. So. So. Na, das ist jetzt quasi Fleißarbeit, ne, mit dem hier alles schön fester machen. Das dauert wieder ein paar Minütchen.
Irgendwie spinnt die Kamera heute wieder, ne? Also wie gesagt, schön sauber das Ganze hier aufwickeln, damit es dann genauso aussieht wie auf der anderen Seite. Und sehen wir uns gleich wieder, wenn ich fertig bin. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt bis hier oben alles gedrahtet. Und jetzt wird der Draht im Endeffekt noch gekappt. So, einmal so. Und alles, was übersteht, wird natürlich runtergedrückt, beziehungsweise mit der Zange dann nochmal runtergedrückt. So, und dann sind wir quasi so fertig. Wenn euch irgendwie ein paar Dellen auffallen, na, dann könnt ihr die auch nochmal so ein bisschen korrigieren. Das kann ab und zu mal passieren, na, dass ihr euch dann so die eine oder andere Delle dann doch nochmal reinhaut. Aber es ist kein Problem, dann einfach mit der Zange nochmal kurz reingehen und das Ganze dann nochmal gerade biegen. Und wer so richtig Fleißarbeit leisten möchte bei dem Anhänger, kann auch noch hingehen und hier auch nochmal zwischen die einzelnen Perlen quasi auch nochmal Draht spannen. Das macht auch einen sehr, sehr schönen Effekt. Aber ich dachte mir, das reicht doch erstmal so als Anhänger, so als nice Idee für euch mal so zum Nachdrahten. Ne, wie gesagt, ich hoffe, das gefällt euch natürlich das Ganze. Und wenn es euch gefallen hat, ne, dran denken, Kanal abonnieren und die Glocke nicht vergessen, damit ihr keine Videos mehr verpasst, ihr Lieben. Ne? So, der ist jetzt fertig. Ne? Ich mache euch ans Ende noch ein paar schöne Fotos davon, damit ihr euch das nochmal ganz genau ankicken könnt. Ne? Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns dann bald wieder. Eure Sarah. Ciao, ciao.